Was ist denn das für eine TM? Protzer. Naja, hat sie auch die ganze Zeit gerade gemacht. Protzer. Könnte man natürlich einem Pokémon geben. Zum Beispiel Ursaring. Ich wette, das kann es lernen. Jo. Ursaring mit Protzer. Schön boosten. Damit Erholung wieder heilen. Also, den Schaden, den er während des Boostens erleidet. Dann rufen und wecken. Das heißt, ich könnte es für Schnarcher machen. Na, ich kann es aber auch lassen. Wobei ich den Schnarcher nicht nehmen möchte, eigentlich den benutzen möchte, denn ich kann ihn besser diese Runde aufsparen und rufen, statt zwei Runden Schnarcher einzusetzen. Denn zwei Schnarcher kommen nur auf eine Schadensklasse von 80. Einmal wecken und einmal Risikodecke kommt auf 120. So. Haben wir noch eine schöne Boost-Attacke. Ist, glaube ich, auch die einzige in unserem Team. So. Können wir eigentlich so machen. So. Wie starten wir denn jetzt? Die sind jetzt Level 71 alle. Mal wieder das gleiche wie vorher machen. So. So. Und das vorletzte Areal. Areal 9. Wobei, kommt doch gar nicht hin. Doch, kommt hin. 81 bis 90 und dann von 91 bis 100. Schon wieder ein Matrose. Matroska! Henk! Mit Schluckweg und Gravums. Oh, perfekt. Gravums kriegt einen Himmellieb ab und Stauen. Schluckweg kriegt einen Erdbeben ab und Stauen. Oder zumindest ziemlich stark angeschlagen. Wenn der Himmellieb One-Hit-Rei ist, dann kann man mit Erdbeben sogar noch ein neues Pokémon starten. Schaden. Es ist ein One-Hit. Das heißt, der Erdbeben macht so erheblich mehr Schaden. Slimer. Wieso kommt er da jetzt nur ein Slimer? Der Slimer wird garantiert von einem Erdbeben besiegt. Hm. Perfektamente. Schluckweg das nicht schafft und Slimer erst recht nicht. Der Magen und der Schleim. Also Magen und Kotze. Und wohin genau? Weibliches. Was? Nee, war männliches. Das sah so aus, als ob es das weibliche mit Lippenstift wäre. Was war das männliche? Oder was? Oder hat das, trug das weibliche hier noch gar keinen Lippenstift? Zumindest trägt das weibliche Lippenstift so. Ob du jetzt Spiegelcape oder Kontermast, eins von beiden betreffen. Leider doch nicht, denn du bist besiegt. Damit war der Hang ein bisschen schwach. Ein bisschen schwach. Ja. Pulverisiert oder was hat er gesagt? Ja, geil. Okay. Next. Okay, vom ersten starken noch zum noch stärkeren. Ich liebe Pokémon, groß und klein, ich liebe sie alle. Gott, ein Bodybuilder. Mist. Albert! Ja, genau, Albert, der Bodybuilder-Maniac. Oh Gott, mit Violet und Formeo. Violet ist das Kamerupp der Wasser-Pokémon, denn es kann die Frontträne. Also, es ist das Wassergegenstück zur Eruption. Hm. Ich muss den Himmellieb auf Violet machen, damit die Frontträne nicht mehr so viel Schaden macht. Und ich muss wechseln, denn eine Frontträne macht immer noch viel Schaden. Gott,
Ist das Ding groß? So. Zack. Ja, es hat gereicht. Na toll. Hätte ich gar nicht wechseln müssen. Es hat nicht gereicht. Scheiße, Mann. 1 KP oder was? Amnesie bringt dir jetzt nichts mehr. Den jeder will ich jetzt killen. Nee, ich mache einen Himmellieb von Dingens und eine Drachenklaue so. Itaria ist unser schnellstes Pokémon nach Blitzer. So. Eigentlich keine Attacke mehr würdig, aber egal. Azumarill. Hier noch ein reines Wasser-Pokémon. Zack. Jo. Wenn du einen Pfeil dort hast, warum hast du da noch einen Weimer? Das ist doch genauso, als wenn du ein Omelett hast und danach noch ein Ei dahinterher wirfst. Ein rohes. Naja, nicht ganz, aber. Trotzdem. Okay. Dem Lieb wird reichen, denn er hat auch für ein Weilort gereicht. Also wird er mit dem Weil mal alle Male reichen. Ich frage mich eigentlich nur, ob ein Weil man mit Evolit mehr aushält als ein Weilort. Naja, ein physisch ausgelegtes Pokémon wird bei einer speziellen Attacke nicht sehr viel Schaden ausrichten. So. Hier ist auch Tempo-Hieb und Drachenklaue machen können. Damit wäre es jetzt ganz sicher dauern. Jetzt besteht eine 15-prozentige Chance, dass es daneben geht. Wenn es unmöglich eintrifft. Oh. Next. So, jetzt haben wir 12/30 geschafft. Das sind 6/15. Next. Wow, du bist bis Areal 9 gekommen. Du musst ganz schön stark sein. Dankeschön. Normalo Gunnar. Lantern und Wälzer. Ja, Wälzer. Nicht gerade sehr stark. Denn wir haben ein schönes Kapilz, das einen Gigasauger kann. Aber kann man auch dort immer wieder auswechseln, leider. Quatsch, wir können Erdbeben machen. Was Welser wohl auch vorhat. Wenn es das jetzt nicht, wenn es das jetzt überlebt, dann tut's weh, aber es tut's nicht. Deswegen war diese ganze Runde leider eine Nullrunde für den Gegner. Für uns natürlich nicht, wir haben schönen Schaden gemacht, aber er hat keinen Schaden rausgehauen. Kapitel, das erste Level 72er bei uns. Welche Ironie, schon zum zweiten Mal. Und noch ein Morlord hinterher. Der hat's wohl mit seinen Wasserboden-Pokémon. Und nicht die Schaden für uns. Zack. Enorm viel Schaden für ihn. Soll ich dann wirklich noch einen Gigasauger machen oder lieber Lantern fracken, dass er auch gleich von Erdbeben one-hitted wird? Ich frack Lantern an. Vielleicht reicht's ja. Leider nein. Passt.
Und die Hydropumpe trifft auch zum fünften Mal oder zum vierten. Leider. Was hat die Hydropumpe? 70, 80? Ist doch unlogisch. Warum trifft die immer? Ich muss gleich mal gucken, was Himmlieb hat, ob er 95 oder 85 hat. Ich weiß das gar nicht mehr. Hat er gedacht, ich wechsle oder warum greift er mir da? Achso. Gut. So. Und. So. Wir können jetzt protzen, aber. Noch ist das nicht nötig. Und das ist total unnötig. Das ist nur noch Schutzschild, ist, um deinen baldigen Tod nochmal hinauszuzögern. Oh, Ninja-Ton. Ich habe gerade kein Pokémon, das effektiv trifft. Schade. So, Zubiris kann sehr effektiv treffen. Nee, Quatsch. Doch, blöd, blöd, blöd. Tempohieb und... So. Unnötigen Schaden vermeiden. Das war auch erwartungsgemäß. Kratzfurie. Haha! Habe ich auch noch seine einzige Attacke abgewehrt, die er machen konnte. So. So kann ich auch sicher sein, dass Zubiris gleich schneller sein wird. So. Oh, er ist sogar schneller. Zubiris ist schneller als Kapilz, das wusste ich gar nicht. Okay, damit wäre jetzt auch der Normalo besiegt. Lilith. Next. Dann kommen dann mal wieder die Legis. Du kannst weg. Oh, wo ist der Ring? Keine Faxen, ja genau. Oder er hat geschrieben, dass da nicht... Dass es fix gehen soll. Weil Reiser und Dungiesel. Oh, wieder zwei Pokémon, die eigentlich sehr gut für Kapilz gewesen wären, aber okay. Wolfsring ist da jetzt nicht gerade machtlos. Gut, dann greifen wir mal mit voller Offensive auf Reiser an. Ach, wobei. Nee. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Rrr. Hört auf, diese ollen Schutzschildtaktiken zu machen. Die nerven. Nee, Erdbeben oder was? Sonntag. Das hat gar nichts gebracht. Du hast sogar noch Kamerup geboostet durch den Sonnentag. So. Body Slam. Hast du da keine Wasserattacke gemacht? Gott, die NPCs sind blöd. Die machen immer erwartet das Unerwartete, oder wie heißt das noch? Naja.
gerne.